Herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute machen wir mal etwas, was mit uns spezifisch ist. Und ja, natürlich die erste Veränderung hier, diese Handycam. Und vor allem werden wir heute auch mal ein Game anzocken und dann bewerten, wie gut das Spiel ist. Und wir schauen mal, wie sich Mack so spielt. Also. Wahrscheinlich kann ich jetzt mit dem Rock Tab Inventory, okay. Zack. Okay, schade, das geht nicht. Dann spielen wir mal das Tutorial, weil ich bin sehr interessant, dass das Game ein Tutorial hat. Also ich muss sagen, halt allein schon die Grafik gefällt mir mega gut. Und komme ich das schon? Nee, okay, das heißt, ich muss immer wirklich vollends abbauen. Zack, zack, zack und zack. So. Workbench gecraftet. So, die platziere ich jetzt einmal. Ich würde sagen, hier oben auf dem Berg. Ah, so platziert. Auf. Okay, nice. Wir tun jetzt aber gerade ein paar Sachen freischalten. Dann ist wirklich die Frage, komme ich jetzt an die Chests? Nein. Da muss ich schon was craften. Tools, Wooden Axe. Ah, ich glaube, jetzt mit der Axt können wir noch nicht das Ding ausmachen. Aber wir können zumindest schon mal besser hier Ding abbauen. Bäume abbauen. Ja, das geht auch schon mal. Also ich muss wirklich sagen, die Grafik ist sehr schön gemacht. Ich weiß nicht, ich würde das Ding vielleicht maybe sogar als Minecraft 2.0 oder so bezeichnen. Ich muss halt echt sagen, die Grafik ist halt. So, ist die Frage, wo schlage ich mein Haus auf? Ich würde sagen, hier vorne irgendwo am See. So direkt hier würde ich eigentlich sagen, fange ich irgendwo an, mein Haus zu bauen. Zack. Dann platziere ich hier schon mal die Baudinger hin. Okay, das ist halt ein kleiner Grafik-Glitch. Okay, schade, dass sich der Tisch jetzt halt nicht entsprechend dreht. Aber können wir aufs Wasser bauen, theoretisch? Dann mache ich mir ein Haus auf dem Wasser. Zack. Ja, doch, das geht, weil dann mache ich mir hier so ein Haus auf dem Wasser. An Essen soll ich vielleicht auch mal denken. Davon habe ich aber Kühe gesehen, also. Weil man nur so dasteht, so. Was willst du von mir? Was bist du denn? Hilfe. Ah, mein Aiming ist chillig. Schlecht. Coin unlocked. Nice. Zack. Also man kann die relativ geil outplayen, muss ich sagen. Also das Kampfsystem ist auf jeden Fall auch dezent nice, auch das mit den Monstern. Nachts finde ich sehr geil gelöst. Also was ist das hier vorne? Okay. Okay, das war definitiv keine gute Idee, das zu starten. Aber die machen schon ganz schön gut Damage. Aber kann ich die Steine maybe werfen? Schade, das wäre geil gewesen, hätte ich die werfen können. Ne, ich glaube, ich bin tot. Ne, ich bin tot. Und. Na, ich bin es mit meinem Inventar gewohnt. Zack, bisschen regenerieren. Jetzt muss ich mal meinen Sprint und wieder voll, weil ich brauche jetzt wirklich ganz dringend Essen. Zack, hier schön die Spitzhacke. Dann machen wir die Kuh mal ab. Aber kann das sein, dass die spawnen? Nee. Die chillen jetzt da vorne. Oh, was machen die? Ach, die wollen mein Ding zerstören. Okay, ich verstehe. Das sollen sie aber ruhig mal machen. Es gibt mir nämlich die Zeit, hier ein paar Kühe abzuschlachten. Oh, jetzt wird es doch wieder Nacht. Komm schon, gib mir den Tree, bevor die kommen. Zack. Dann wieder ganz schnell weg. Oh, hier wird Gold. Okay, nice. Die Frage ist, was ich jetzt auch mal gucken muss. Okay, ich brauche mal ganz dringend was zu essen. Ja, gut, das war's.
Oh, ich feiere das Game jetzt schon. Ich bin zwar absolut scheiße drin, aber es ist geil. Auch dass es Multiplayer-kompatibel ist. Ich meine, ich könnte jetzt theoretisch auch den Token nehmen und einen Freund einladen. Dann können wir zu zweit spielen. Ich meine, das können wir theoretisch auch mal machen. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Und diesmal stellen wir es auf jeden Fall besser an. Denn jetzt weiß ich ja, wie grundlegend wie das Game geht. Dann zack. Und dann platziere ich die Werkbank nämlich nochmal komplett neu. Dann hat sie wieder full life. Zack. Muss mich dran gewöhnen. Jetzt würde ich sagen, machen wir mal ein paar. Aber ich würde sagen, es reicht immer, was reicht für ein erstes Haus. Ich würde mal sagen, 3x3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Müsste ein Jahr. Und ich meine, die Holzplatten sind ja auch nicht so ganz so klein. Zack. Zack. Ja, Snapping. Jetzt von der. Crafting ist auch ganz geil gemacht. Okay, schade, das geht nicht. Dann habe ich das Ding quasi aktuell völlig umsonst gemacht. Zack. Zum Beispiel brauche ich jetzt 1, 2, 3, 6, 12. Hey, lass meine Planken in Ruhe. Ob es nicht Sinn macht, hier an der Stelle ein Fenster einzubauen. Warum kommt der jetzt? Ey, lass meine Bude in Ruhe. Hallo. Oh, Digga, das dauert auf jeden Fall enorm lang, den zu fighten. Die sollen aufhören, alle meine Zeugs abzubauen wieder. Weil die Frage ist, gibt es sowas wie Stelzen, dass ich mir quasi mein Haus einfach ein bisschen höher lege? Ja, ne, ich werde sterben. Ja, und tot. Aber ich mache mal einfach. Ich bin offenbar so ein Noob. Also easy start. Oh, achso, für 20 Ding kann ich quasi meine Home. Oh, gut, ich habe aber keine Freunde, also. Ja, gut. Ah, die Chest kann ich open, nice. Ah, verstehe. Heißt, ich hätte müsste quasi nochmal komplett nach vorne zurück, chillig. Grüne Chest kann ich also aktuell öffnen. Ah, okay, die hier auch. Das sind, scheinen mir zwei neue Tests zu sein. Chests zu sein. Oh, Goldaxt, nice. Wir haben jetzt quasi die Goldaxt. Wie Damage macht die? Ja. Ja, ich weiß nicht. Das ist irgendwie kein besonders starker Unterschied. Iron, okay, an Eisen komme ich, nice. Und dann versuche ich noch möglichst das andere Ding zu erreichen, bevor es Nacht wird. Hier haben wir noch eine Öffne-Chest, die wir öffnen können. Ich frage, ist es automatisch aktiviert oder müsste ich das erst noch aktivieren? Ich sehe schon, wir haben jetzt gespawnt. Oh nee. Shit, ich glaube, ich bin hier, das habe ich gerade selbst gekillt. Ey, was für Cheater. Okay, das ist ein bisschen glitschtes Wasser. Okay, aber dieses finde ich ein bisschen schade, dass die das so krass machen können, während ich da halt eingeschränkt bin. Oh, jetzt kommt da noch so ein anderer. Yo! Apfel hat sich nicht gelohnt. Ja, komm, baut da vorne schön den Wagen ab. Ah, wenn man, jetzt versteht es. Ich brauche eine gewisse Anzahl an Gold, um die Chest zu öffnen. Kann das sein?
Ah, die Chest, okay, die Chest tue ich mit Gold freischalten, ich verstehe. Jetzt darf ich nur gleich noch mit denen rumschlagen, na chillig. Mich einen gesamten Tag damit beschäftige, gegen die zu fighten. Nice. Oh, Schwert. Ich weiß ja nicht, ob ich die aktivieren muss oder ob die quasi automatisch aktiviert sind. Okay, die werden automatisch aktiviert. Nice. Dann schauen wir mal, was hier noch drin ist. Wait. Die Frage, wie kann ich das Jetpack aktivieren? Options, Settings. Ja, die bewegen sich weiter. Hilfe. Hilfe. Also wenn ich das überlebe, dann wäre actually krass. Ich muss quasi bevor so ein Ding auf dem Boden auf Dings jumpen. Also quasi kurz gesagt, ich muss irgendwie versuchen, nur die gesamte Zeit zu jumpen. Was nicht so einfach ist. Ey! Der Typ zerstört einfach mein ganzes Ding. Sehr gemein. Und was bedeutet dieses Boss-Symbol? Heißt es, er ist besonders stark oder wenn ich ihn kill, sind alle tot? Aua. Aua. Habe ich noch was zu essen? Ey. Hört mal auf. Ja, hier habe ich noch. Ja, bruh. GG. Also das Game macht Spaß, aber vor allem diese schwierigen Monster sind frustriert. Ich glaube, zu zweit könnte das Game sogar actually ganz geil sein. Ich glaube, dann hole ich mir einfach mal einen Freund dazu und dann testen wir das.